Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem weiteren guten Morgen in Kingdom Come Deliverance. Ja, Theresa schläft sie, genau. Theresa. Theresa. Nein, lass mich schlafen. Nein, es ist schon ganz spät. Komm, ja. Was? Nein, hau ab. Ich hab Hunger. Du schon mal was essen? Ich bin gut zuschlagen. Für den Liebestrunk reingeben können. So, wo ist der nette Müller, der mir schon wieder. Also, so jetzt komm her mal. Weil schon die ersten Leiter am Hals geschickt hat. Der Müller ist der Schlossknacker, oder was? Versuche die Truhe zu öffnen. Nimm den Dietrich in die rechte Hand und ertaste damit die Zuhaltung des Schlosses. Klinge nimmst du in die linke Hand und nutzt sie, um den Mechanismus im richtigen Moment zu drehen. Das ist keine Hexerei. Es braucht bloß etwas Üben. Hast du's? Gut. Jetzt drehst du das ganze Schloss mit der Klinge. Aber lass die Zuhaltung ja nicht los. Und verkackst du's. Du hast den Dietrich abgebrochen. Das Krachen war bis nach Kuttenberg zu hören. Du musst dich vorsehen. Ein erfahrener Wachmann würde dieses Geräusch sofort erkennen. Aus dir wird wohl doch noch was, Heinrich. Okay. Aber merk dir eins, diese Truhe ist nur zum Üben. Bei richtigen Schlössern musst du auf den Dietrich aufpassen. Versuch's noch ein paar Mal und dann viel Glück bei der Feuer. Aber ich nur was drin? Kann da eins wieder weg? Sehr schick. Das kann ich wirklich nicht mehr reden, als... Alter. Komm, wir müssen dringend miteinander reden. Die Leiche war dort, aber kein Ring. Was zum Teufel geht hier vor? Immer mit der Ruhe. Wenn der Ring nicht da war, muss ihn der Henker genommen haben, bevor er den Mistkerl begraben hat. Ich ahne, wo das hinführt. Du willst, dass ich den Ring vom Henker hole? Schlaues Kerlchen. Nur würde ich dir raten, ihn nicht drauf anzusprechen. Er ist ein bisschen empfindlich, wenn es darum geht, die Toten auszunehmen. Besser du klaust ihn. Na super. Na gut, ich besorg dir den Ring. Wahrscheinlich hat er ihn bei sich im Haus in seiner Truhe versteckt. Weißt du, wie man mit einem Schloss fertig wird? Willst du, dass ich es mit einer Stange aufbreche? Nein, du Hornochse. Das geht auch mit Fingerspitzengefühl. Zaghaft und vorsichtig, wie wenn du eine Jungfrau nagelst. Ich habe etwas Erfahrung. Gut. Wenigstens bist du nicht so tollpatschig, wie du aussiehst. Hier hast du einen Dietrich. Oh. So. Nicht, ob wir genug Geld haben. Wir haben genug Geld. Ich habe genug für die Schulden. Und ich habe schon geglaubt, du bist blöd wie ein Pisspot. Her damit. Den Auftrag kannst du aber immer noch annehmen. Bin schon dabei. Kannst du mir etwas über die anderen Müller hier sagen? Es gibt ein paar, die demselben Handwerk wie ich nachgehen. Wojcik in Kohelnitz und Simon in Sasau. Simon aus Sasau. Was ist Simon aus Sasau für einer? Das ist ein komischer Kauz. Ein Eigenbrötler, der kaum das Maul aufkriegt. Aber er ist verbissen wie ein Bluthund. Wenn der erstmal Beute wittert, lässt er nicht mehr locker, selbst wenn er dabei über Leichen gehen muss. Okay. Erzähl mir von Wojcik. Der ist ein junger Hitzkopf, aber wenn man ihn erstmal kennt, ist er kein übler Kerl. Sein Herz hat er am rechten Fleck und er ist immer hilfsbereit, wenn man ihn nicht reizt. Leider hat er einen Zwist mit diesem Wucherer, dem Händler Wolfram Bruder. Ist ein schleimiger Auswurf, das sag ich dir. Und jetzt sind sie Erzfeinde.
Na, Bruder hatten wir schon, ne? Würdest du mir etwas übers Müllers Handwerk beibringen? Also wie ich Dinge aus fremden Börsen in meine eigene befördere? Ja, warum nicht? Du bist findig. Das wirst du schon hinbekommen. Komm mit mir hinter die Mühle, dort sieht man uns nicht. So. Dann lehren wir wohl das Müllers Handwerk, ne? Aber wir können mal am Pott. Oder? Ja. Okay. Ich glaube, jetzt wenn Theresa uns sieht. So. Ich bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Schleich dich an, ohne dass ich dich sehe. Und nimm etwas aus meiner Börse. Du musst die Börse richtig durchsuchen. Je länger du es unentdeckt schaffst, desto eher findest du etwas Wertvolles. Allerdings wirst du dann auch eher entdeckt. Hast du etwas gefunden, was du willst? Zieh es vorsichtig raus. Aber schnell genug, damit ich es nicht merke. Klau mir meinen Dolch. Er ist da drin, vermischt mit anderen Dingen. Na toll. Da, 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 da. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Ah, ja. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der... Hab dich! Was? Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Ich bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Schleich dich an, ohne dass ich dich sehe. Und nimm etwas aus meiner Börse. Du musst die Börse richtig durchsuchen. Je länger du es unentdeckt hast, du etwas gefunden. Klau mir meinen Dolch. Hab dich! Was? Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der... Hab dich! Wäre das echt gewesen... Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Wie gehe ich wieder raus? Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Ich bin gerade so blöd, das zu verstehen. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Ich bin gerade so blöd, hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Hey, pass auf! Rüpel! Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach... Hab dich! Wäre das echt gewesen... Hab!
Hier stehen und du musst die Butler mir meinen. Hier ist verstanden, glaube ich. Ja, okay. No way, da. So ist es gut. Kaum gemerkt, dass du da bist. Du bist bereit, es draußen zu probieren. Über am besten an Betrunkenen oder Schlafenden, damit du nicht sofort im Gefängnis landest. Danke, Peschek. Gern geschehen. Und jetzt gib mir meinen Dolch zurück. Was für ein Dolch? So. Es geht doch irgendwie. Frischluft nach dem Mann. Stärke, die Rede kannst. Naturbursche. Ist die Hilfe vielleicht? Nein. Das Leben ist hart. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen. Ich glaube, ich werde das Charisma nehmen. 50 Prozent mehr. Oh, das ist eine Heimlichkeit, oder? Okay. Jetzt habe ich das immer nicht davor erstellt. So. Wir müssen nochmal hoch, wir müssen darüber. Ui, da. Ah? Ah, stimmt, wir müssen einen Wein noch kaufen. Wein. Verdammt! Da vorne steht ein Pferd. Pferd, wir brauchen Wein. Okay, ich bin doch schon dort gestanden. Warte mal. Achso, ich sehe jetzt schon runter. Komm, ich wollte schon lange den Spaziergang machen. Guten Morgen, Theresa. Und sie jetzt. Ich muss auch noch alles durchschauen. Oh, wie schnell warst du umgezogen? Hey! Darf ich jetzt bitte endlich mit... Sie lässt nicht mit dir reden. Lass die Tür offen. Weder. Jetzt da. Ich habe dir etwas mitgebracht. Was soll das werden, Heinrich? Willst du mich etwa betrunken machen, damit ich gefügig ja. bin? Ja. Komm, lass uns spazieren gehen. Also? Wollen wir spazieren gehen? Du gibst nicht auf, was? Lass mich nachdenken. Und wohin willst du gehen? Den Fluss entlang. Wir könnten den Fluss entlang spazieren. Warum nicht? Das klingt schön. Wollen wir? Gehen wir. Ist das jetzt schon so spazieren? Würde ich reden, aber ordentlich. Der Spaziergang war eine schöne Idee. Die Mühle gefällt mir zwar, aber die Arbeit ist auch ermüdend. Ich bin froh, dass du kamst. Eines Tages würde ich gern die Märkte in Prag besuchen. Warst du schon einmal in Prag? Nein, bisher nicht. Ich kenne Kuttenberg, aber Prag ist bestimmt noch größer. Jedenfalls soll es dort ziemlich stinken. Ja, so viele Leute auf einem Fleck. Zu viele Arschlöcher. Das ist widerlich.
Ich würde zu gern einmal dem jungen Jan Hus lauschen. Angeblich predigt er in unserer Sprache. Alle reden davon. Ich wette, er sieht nur gut aus. Und deshalb fliegen ihm die Frauen zu. Du bist mir einer. Ein Prediger braucht kein gutes Aussehen, damit die Leute ihm zuhören. Und was ist mit dem Kerl in St. Jakob? Ich weiß genau, warum alle Mädchen plötzlich zur Beichte gehen. Du warst auch dort. Du brauchst es gar nicht abzustreiten. Du Halunke. Also gut, ich gebe es zu. Er sieht gut aus. Aber deshalb bin ich keine schlechte Christin. So etwas würde ich nie behaupten. Wie wär's mit einem Wettrennen? Der Letzte ist... Pass etwas besser auf. Das war nicht schnell. Komm, ich hab viel mehr an als du. Wohin überhaupt? Ja, ich bin noch da. Daher? Das war spaßig. Setz dich zu mir, Heinrich. Ich hätte gewiss, dass wir mit der Bianca früher auch so viel Spaß hatten. Erzähl mir von dir. Ich hörte, du hilfst Herrn Ratzig. Ja, Herr Ratzig hat mir mehrere Aufgaben anvertraut. Er behandelt mich gut und ich bekomme sogar Geld. Dann hast du Glück gehabt. Wie ist es so, dem Adel zu dienen? Es ist ein Adel wie jeder andere. Ich weiß nicht. Ich denke, es ist eine Arbeit wie jeder andere. Ich glaube dir kein Wort. Ich bin mir sicher, du liebst es und willst mich nur nicht neidisch machen. Was? Also dann. Ach, Heinrich, was mache ich nur mit dir? Wanderst durchs Land und verdrehst den Mädchen den Kopf. Aha. Hey, ich bin schon. Der Einzige, dessen Kopf verdreht ist, bin ich. Wieso bist du nur so schön, Theresa? Hör sich einer diesen Verführer an. Wo hast du gelernt, so zu reden? Ich erinnere mich nicht an die Predigt, aber... Du Schlingel. Aber du weißt durchaus, wie man einem Mädchen schmeichelt. Nur weiter so. Ich muss jetzt gehen. Darf ich mitkommen? Ich will nicht, dass die Leute tratschen. Vielleicht ein andermal. Okay, also wir müssen unbedingt Theresa in ein paar Tagen nochmal ausführen. Aber jetzt... Sollten wir weitermachen. So. Wir sind da, wir müssen da hier. Ja. So, einmal schnell retour. Den Wein einkaufen. Ich will nicht so schnell, wie ich will. Den Wein kaufen. Bei welchem Händler? Im Geschäft dafür. So, lauf. Texturenleute bitte. Ja, das, wäre das nicht. Reicht mir. Na? So, genau. Also eigentlich wollte weiter. So. Ja, die Texturen wollen gerade gar nicht laden. Beste Grüße.
Herrin Stephanie. Herrin Stephanie von Thalenberg schickt mich um. Und was will sie? Feine Stoffe aus Venedig, exquisite Gewürze aus Arabien oder deutsche Juwelen? Wein. Guten Wein. Ah. Ah. Obwohl auch Bier ginge? Als Geschenk für die Hochzeit einer Edelfrau? Wohl kaum. Dann haben wir ein Problem. Ich habe das letzte Fässchen Wein als Hauptpreis für den morgigen Bogenschießwettbewerb weggegeben. Oh, nee. Mist. Kann ich am Bogenschießen teilnehmen? Natürlich. Geh zum Schießplatz. Oberhalb von Ratay. Kann ich diesen Wein denn nirgendwo sonst auftreiben? Leider nicht. Ich habe das alleinige Recht, diesen besonderen Tropfen zu verkaufen. Niemand sonst in der Region hat ihn vorrätig. Ach gut. Und wenn ich den Wettbewerb verliere? Dann wirst du den Gewinner überzeugen müssen, sich von seinem Preis zu trennen. Ich schätze, ich werde mir etwas überlegen müssen. Genau. Tut mir leid, dass ich nicht mehr für dich tun kann. Eieieiei. Ich schaffe den. Ja, aber das ist erst morgen. Ich bin jetzt auch schon hin. Ah, zum Punkt muss ich auch noch, genau. Geht das? Na komm. Glück und Gesundheit. Glück. Mir kam zu Ohren, es gäbe einen Bogenschießwettbewerb und erlesenen Wein als Hauptpreis. Das ist richtig. Ich habe den besten Wein der Provinz gekauft. Ich will teilnehmen. Kennst du die Regeln? Leider nicht. Leider nicht. Du schießt mit 7, 13 oder 21 Pfeilen, je nachdem, gegen wen du antrittst. Das Stroh ist einen Punkt wert, der weiße Ring 2 und die Scheibenmitte 3. Wer zuerst fertig ist, bekommt 3 weitere Punkte. Die Runde endet, wenn alle geschossen haben. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Es ist üblich zu wetten, damit es spannender wird. Je besser deine Kontrahenten sind, desto höher ist der Wetteinsatz. Gut, das klingt alles einleuchtend. Eine Sache noch. Bleib hier, solange der Wettbewerb im Gange ist. Und schieß ausschließlich auf die Ziele. Sonst bist du raus, verstanden? Verstanden. Gut, hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst auch deine eigenen verwenden. Ich rufe dann schon mal deine Konkurrenten. Ja, bitte mach das. Was? Ich muss jetzt? Oh. Warum? Schön daneben. Oh, der war schön. Aber ich bin zu langsam, oder? Oh, so, ich da oben sind meine Punkte. Shit. Oh, ich komme nicht gegen den Händler an. Ich muss schauen, dass ich eventuell noch vom Händler fertig werde. Ah, der war cool. Ich bin zu tief vom... Ah. Ja, das geht sich. Wahrscheinlich nicht aus.
Nein! 127 Punkte. Schade. Was zum Teufel? Verdammt. Beste Grüße. Fein. Glückwunsch zu deinem Sieg. Danke. Ich werde mit Freunden darauf trinken. Ja, also, was das angeht, du bevorzugst doch sicher Bier, nicht wahr? Nein, nicht wirklich. Bier bekomme ich in jeder Schenke, aber kein Wein ist wie dieser. Ja, nur leider brauche ich deinen Wein. Nie im Leben. Ich hab ihn gewonnen. Du willst doch Herren Stefanie von Thalmberg und ihren Boten nicht enttäuschen, oder? Hier kommen die Tränen. Du siehst überhaupt nicht wie der Bote einer Adligen aus. Für wie viel würdest du den Wein rausrücken? Huhn! Hundertfünfzig? Sind wir uns einig? Das ist zu wenig. Ich habe nicht genug Warum habe ich kein Geld mehr? So viel? Gebe ich dir nie im Leben. Du kommst schon zurück. Nee. Pass etwas besser auf. Was? Hey, das gehört mir. Allmächtiger. Ein Dieb. Leute, ein Dieb. Ein Dieb. Bruder, halt. Keine Bewegung. Ergib dich. Ja, gut. Ergib dich. Gut. Du musst für deine Verbrechen gerade stehen. Komm her, du Weichei. Na gut, du hast ge... Da kam schon Pfeil geflogen. Nee, ist ja zu Schweine. Du wurdest beim Stehlen erwischt. So schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Oh, nee. Pass auf, ich sag dir die Wahrheit. Aber du darfst es keinem verraten. Der Herr von Ratai schickte mich auf geheime Mission. Und dafür muss ich manchmal das Gesetz beugen. Hältst du mich für so dumm, dass ich auf so eine Geschichte reinfalle? Keine Chance. Das ist zu viel. So viel Geld habe ich nicht. Tja, dann geht's eben in den Kerker. Nein! Du da, halt! Weg. Ich schlachte dich ab. Alter, ich komme nicht mehr dazu, dass ich... Geil. Kam nicht... So ein Schwachsinn. Wieder beim Einbrügelt haben. Super. Soll ich wahrscheinlich alles noch einmal machen. Warte mal, fast alles. Sind wir jetzt schon spazieren? Waren wir jetzt schon spazieren? Was zur Hölle machst du da? Shit. Questlog. So ein Schatz. So ein. Na gut, ich werde
sieht es denn? Der Spaziergang war eine schöne Idee. Ja. Die Mühle gefällt mir zwar, aber die Arbeit ist auch ermüdend. Gut, Leute, ich werde ich alles bin froh, nur dass du kamst. Ja, das heißt, ich hoffe, ich habe alles bis zur nächsten Folge abgeschlossen. Bis dann, danke. Eines Tages würde ich gerne die Märkte in Prag besuchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schon einmal in Prag? Nichts mehr. Nein, bisher nicht. Bis dann. Ich kenne Kuttenberg, aber Prag ist bestimmt.